Ja, willkommen zurück zu Demetrios hier auf dem Jahrmarkt. Wie ihr oben seht, ich habe wieder 20 Münzen. Ich habe gerade so ein bisschen außerhalb der Aufnahme noch versucht, ein paar Münzen zu holen, dass wir bei dem jungen Mann hier irgendwann diese 100 Münzen einlösen können für die super Geheimnis irgendwas. Hier oben sehen wir, glaube ich, genau, was wir alles gewonnen haben. Genau, ich habe 2 Trophäen noch gewonnen für das Tälerschießen einmal und das Tierschießen. Ja, eigentlich wollen wir hier natürlich alles voll haben. Das ist euch bewusst, das ist leider auch mir bewusst. Hier unten ist eine Tüte. Das geht sie nicht an. Komm schon. Preise und Überraschungen. Oh. Wie komme ich an die Preise? Tauschen Sie Ihre Münzen ein. Okay, da ist das Häschen wieder. Wir können jetzt noch weiter nach rechts gehen. Da schauen wir nochmal nach, was da noch ist. Oh, Wetteinsätze. Oh. Große Preise, große Einsätze. Große Einsätze, große Preise. Die Puppe ist wunderschön. Einen Moment lang dachte ich, ich würde sie mitnehmen. Aber die Puppe würde vermutlich ein Auge verlieren, was, wenn ich das täte. Leider nicht, Puppen, denen ein Auge fehlt, sind nicht so attraktiv. Aber das ist doch Antiquität dann. Ich weiß, dass ich manchmal ein Geizhals bin, aber eine Wasserflasche stehlen vor dem Mann? Ja klar. Ich hasse sowieso warmes Wasser zu trinken. Hier ist auch ein Teddybär. Hier müsste auch irgendwo ein Keks noch sein. Irgendwo. Hey, warum hängt man da ein Teddy? Oh, ich Dummerchen. Das ist nicht meiner. Dieser hier stinkt nicht. Ich nehme keinen Klump von meinem Teddy mit. Ich habe Angst, dass er mich anpinkelt. Oder war es andersrum? Sieht gut aus, aber wenn ich welche esse, habe ich bald mehr Löcher als Zähne. Ich warte besser, bis ich älter bin. Dann bekomme ich ein Gebiss. Ja, das ist klug. Okay, ja, Mini-Pferde. Sind das die Pferde, mit denen man spielt? Nein, natürlich nicht. Das sind verkleinerte Modelle, um Kunden anzulocken. Und es sieht so aus, als würde es funktionieren. Ja, hallo, hallo. Guten Tag. Dürfte ich das Wurmrennen spielen? Natürlich. Haben Sie einen Wurm? Wenn nicht, können Sie nicht spielen. Wenn ja, kostet es nichts. Hm. Was haben Sie gesagt? Wie wäre es mit Pferderennen? Nur 5 Münzen je Versuch. Es ist anders als das Wurmrennen, aber Sie werden es schnell kapieren. Dann möchte ich... Ich hätte jetzt gerne einen Wurm. Aber wir versuchen mal ein Pferderennen. Wahrscheinlich sind meine 20 Münzen gleich alle weg. Sagen Sie nicht, dass ich mein eigenes Pferd brauche. Nein, nein, nein. Sie müssen mir 5 Münzen geben und dann beginnt das Spiel und Sie können einen Pferdetyp auswählen und... 5 Münzen? Na, okay. Einen Namen eingeben. Für das Pferd. Ah, wie hieß der denn noch? Scheiße, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir versuchen jetzt einfach mal irgendeinen komischen Namen. An dieser Stelle schönen Gruß. Weiner. Okay. Los! Achso, ich muss klicken. Los, rennen! Oh nein, Smudern ist platt. Was ist mit meinem Smudern passiert? Wir haben ihn zu sehr angetrieben, er ist erschöpft. Lassen Sie die Energieleiste nicht rot werden, sonst passiert das. Warum konnten Sie mir das nicht vorher sagen? Wie auch immer, Sie können die Pferd nicht mehr mitnehmen. Sie können dieses Pferd nicht mehr sehen, Sie müssen ein anderes wählen. Das versuchen wir nochmal, aber wir nennen es diesmal Weiner. Okay. Oh, falsch gestartet. Oh, nicht, dass ich jetzt verloren habe. Ah, scheiße. Ja, ich wusste, dass wir verzocken. Unsere kompletten Münzen. Los, Weiner. Mach ihn tot. Yeah! Wir haben gewonnen, oder? Erster Platz. Wow, gute Arbeit. Wussten Sie, dass nur einer von 10 den ersten Platz... Sag es nicht. Ich schreibe dieses Ergebnis auf ein Papier. Also, yeah, wir haben ein Trophäe fürs Pferderennen erhalten. Und 40 Münzen. Alto Belly. Ja, leider habe ich es nicht mit Smoothern geschafft.
Aber gut, wir suchen uns, wir müssen jetzt irgendwoher einen Wurm bekommen. Und dann können wir hier nochmal weiterspielen. So. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal weg vom Jahrmarkt. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu unserem Freund, den Tom. Der ist ja am Angeln. Wahrscheinlich kriegen wir da sogar einen Wurm her. Um, ja, dann an dem Wurmrennen teilzunehmen, oder? Hier ist ein Ast. Ich kann ihn nicht rausziehen. Naja, das bedeutet wohl einen nutzlosen Gegenstand weniger in meiner Tasche. Ich will den aber haben. Da ist ein Keks. Ich weiß nicht, ob das ein Keks oder ein Stück von dem alten Ast ist. Naja. Ja, erstmal draufgebissen. Scheiß drauf. Können wir mit der Schere abschneiden vielleicht? Doch, du brauchst diesen Ast. Vertrau mir, du brauchst diesen Ast. Ist ein Boot? Das ist ja seltsam. Ich beneide. Jetzt beneide ich sie nicht mehr so sehr. Hä? Das ist weg. Da ist kein Boot. Da ist Atomkraftwerk am See. Das heißt, die Fische sind hier besonders groß. Auch schön. Wenn man bedenkt, dass es den See und den Strand nicht gab, bevor sie das Atomkraftwerk gebaut haben. Und die Leute beschweren sich trotzdem darüber. Das macht mich krank. Echt mal. Atomkraftwerke verschmutzen die Luft, sagen sie. Atmen doch einfach mal ganz tief den reinen, frischen, sauer... Okay, ja, da ist ein Schloss. Die Menschen im Mittelalter waren so dumm. Wenn sie das Schloss nah am See gebaut hätten, hätten sie jeden Tag schwimmen gehen können. Aber er hat doch gerade gesagt, ist ja auch egal. Hier ist eine Insel, ein Paradies genau dort, vor meinen Augen. Und ich komme nicht hin. Warum? Oh, warum nur? Ja, hübsch, aber außerhalb der Reichweite. Ja, das ist natürlich doof. Hier ist der Strand. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich habe wirklich keine Zeit, am Strand herumzulaufen. Wenn das aber ein FKK-Strand wäre. Was für ein Strand. Okay, ja, bla bla. Okay, wir gehen mal zum Angelplatz. Moinsen, Tom. Hier ist ein Netz. Oh, hier ist auch ein Bienenstock. Dafür brauche ich hundertprozentig den Stock. Hier ist eine Angeltasche. Da drin verwahrt Tom seine Angelausrüstung. Zumindest glaube ich das. Ich habe die Tasche noch nie offen gesehen. Wer weiß, vielleicht sind da auch Leichen drin. Ja, wahrscheinlich sogar. Ich kann sie nicht öffnen. Ein dicker Arsch sitzt da drauf. Hier ist einer der Gründe, warum ich nicht gerne angel. Meine fast saubere Hand in einen Haufen dreckiger, in einer Haufen klebriger, schleimiger und dreckiger Lebewesen zu stecken? Ne. Komm schon. Das sind keine Würmer, sondern Maden. Sie sind viel kleiner. Sie können nicht mal schwimmen. Daher bezweifle ich, dass sie ein Rennen gewinnen würden. Hm. Schade. Hier ist eine Rumflasche. Hey, was machst du denn da? Ja, wonach sieht's denn aus? Ja, du stiehst meine wertvolle Flasche rum. Ja, genau. Hände weg. Also ist meine. Bist du sicher? Da steht mein Name. Da steht nicht dein Name drauf. Doch, na klar. Schau hin. Wow. Unglaublich. Das ist ein Ernst. Das ist meine Glücksflasche. Ich gehe nie ohne sie angeln. Sie scheint voll zu sein. Hast du sie nie getrunken? Doch, natürlich. Ich fülle sie nur von Zeit zu Zeit wieder auf. Jetzt, wo du es erwähnst, ich erinnere mich, dich da einmal in der Bar gesehen zu haben. Ach, nee, Quatsch. Was kann ich tun, um sie zu bekommen? Naja, ich habe eine Idee. Ich gebe sie dir, wenn du heute einen Fisch fängst. Ein Fisch fangen? Das ist leicht. Bist du sicher? Ich habe noch nie gesehen, dass du einen gefangen hast. Hey, ich hatte nur ein bisschen Pech, das ist alles. Ja, echt mal so. Das ist ein Schild. Schilf ist eine Pflanzenart, die in der Nähe von Wassergebieten wächst, zum Beispiel an Teichen und Seen. Das habe ich von Wikipedia gelernt. Das habe ich mir gedacht. Schilf kann sehr leicht brennen. Das ist aber nicht von Wikipedia. Das habe ich selbst herausgefunden. Und da hatten wir auch direkt ein Feuerzeug. Ja, ich könnte das Schilf definitiv abbrennen. Aber habe ich einen Grund dazu? Haben wir keinen Grund dazu? Kein Fisch im Netz? Und Tom ist derjenige, der sich immer über mich lustig macht und sagt, er wäre der beste Angler, den es gibt. Wem will er was vormachen? Echt mal. Oh, ich verstehe. In seinem Netz ist ein Loch. Ich sage es ihm besser nicht. Ich hasse es, diesen armen kleinen Kreatur leiden zu sehen. In Freiheit sind sie viel besser dran. Oder noch besser, in der Pfanne gebraten. Lecker. Achso, hier ist ein Bienenstock. Sieh mal einen Bienenstock. Und die Leute sagen, Bienen sterben aus. Ja, echt mal. Autsch. Ich dachte, die Bienen wären nett. Die Biester haben eine Unwissenheit arglistig ausgenutzt. Das macht man aber nicht. Deswegen werden die erstmal angezündet.
Es würde mir nichts ausmachen, das ganze Ding abzubrennen. Aber was ist mit dem Honig? Ich hasse gekochten Honig. Ich suche mir besser was anderes zum Verbrennen, um die Bienen zu verjagen. Ja, hier, den Schilf. Ja, das... Ja, natürlich hast du einen Grund dazu. Nimm sie doch. Schneid das ab. Mach doch irgendwas mit dem Schilf und dann tue was. Hier ist ein Angel. Okay. Wir angeln jetzt. Also, oh Gott. Diese Minispiele. Hier ist auf jeden Fall eine Minze. Ah, okay. Maximal! Den hake ich am Sack. Nein, verdammt. Ja, die will ich. Nein! Den da unten. Da ist noch eine Münze. Münzen! Ah, ich darf nicht so feste ziehen, ich Idiot. Wer will denn den Fisch? Was ist los? Verdammt. So. Komm schon. Ich brauche Münzen. Papa braucht Münzen. Und die Maus. Vorsichtig an dem Fisch vorbeigeduckt. Yay! Nein! Was soll das denn? Jawohl, 5 Münzen. Wow, unglaublich, aber im Grunde sehe ich, ja, wir haben Münzen gefunden. Das ist keine Überraschung. Mein Haken ist magnetisch. Wenn du also etwas im Wasser verlierst, kannst du sie zurückholen. Ja, geil. Das ist klug. Jetzt holen wir nochmal den anderen. Die anderen Münzen da und dann irgendwann gehen wir auf den Fisch. Nein. Diese Jahrmarktsmusik dabei immer. Ach ja, das wird auch wieder so eine lange Folge heute. Jawohl, nochmal 5 Münzen. Und den Fisch gefangen. Hey Tom, sieh dir das an. Niemals, du hast echt einen gefangen? Klar, ich bin der Meisterangler. Heute ist mein Glückstag. Jetzt gib mir die Flasche. Na, okay. Ich schätze, du hast sie verdient. Jawohl. Hat er echt Tom drauf geschrieben, krass. Mit 95% Alkohol. Alter, Moment mal. Die Flasche ist doch nicht die, die du letztens in der Bar reingepinkelt hast. Ich habe dir doch gesagt, dass das meine Fetischflasche ist. Ich nehme sie überall mit hin. Du bist eklig. Ja. Hey, du wolltest sie doch haben, oder? Keine Sorge, im Moment ist sie mit Rum gefüllt. Ja, okay. Aber ich will trotzdem noch die Münzen haben. Zumindest nochmal da unten die 5. Verdammte Scheiße. Na, okay. Einmal versuchen wir es noch. Verdammt, ey. Nein. Oh, die holen wir uns jetzt aber noch. Nur noch einmal versuchen wir es, aber die noch und nochmal. Nein. Oh. Jawoll. Nochmal 5 Münzen. Okay. Jetzt haben wir also. Jetzt haben wir eine Flasche rum. Ich muss also den Bienenstock abfangen. Also ich brauche den Honig. Wofür auch immer, aber ich brauche ihn. Oh, er hat noch nichts gefangen. Bleibst du kurz und anders mit mir? Tut mir leid, ich habe viel zu tun. Ja, ich glaube schon. Es gibt da ein paar Dinge, die ich gestern nicht gesagt habe. Bis auf meine Geldbörse wurde mir nichts gestohlen. Außer eine rätselhafte Tafel, die auf meinen Statuen stand. Und rate mal, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der von einem ähnlichen Fall berichtet.
Ein Antiquitätenhändler wurde ermordet und hatte genau dieselbe Statue. Ein Mord? Wenn derselbe Mann dein Angreifer ist, hättest du jetzt tot sein können. Und das ist noch nicht alles. Das Schloss von meinem Laden wurde geknackt, und zwar in derselben Nacht. Wurde mit deinem Namen etwas geklaut? Nein, nichts. Kannst du das glauben? Von all den prachtvollen Antiquitäten in meinem Laden hat derjenige nichts mitgenommen. Ja, da sind wirklich sehr prachtvolle Antiquitäten. Die haben wir uns in einer der letzten Folgen mal etwas genauer geschaut. Sehr, sehr überraschend, auf jeden Fall. Die Person hat es also auf etwas, hat also nach etwas Bestimmten gesucht. In meinem Laden wurde er nicht fündig, also hat er es in meiner Wohnung versucht. Und dieses Ding ist deine Geldbörse? Hey, passt du überhaupt auf? Es muss diese Tafel von der Statue sein. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie nicht weiter. Das ist alles, was du weißt? Ja, soweit schon. Okay, wir erzählen jetzt erstmal ihm über den Fall. Ich bin zu meinem Termin mit Inspektor Cassé gegangen. Ja, und? Ja, nicht viel. Er hat mir nur geraten, weitere Beweise für die Wichtigkeit dieses Falls zu finden. Erst dann kann er seine Ermittlungen durchführen. Was ist mit dem Angreifer? Dasselbe. Wenn ich Beweise für seine Schuld hätte, könnte ich ihn vielleicht anklagen. Also nicht viel Fortschritt. Nee, das stimmt. Aber ich habe deinen Rum. Nee. Okay. Okay. Aber das kann ich auch nicht einfach... Ja, da leicht brennen kann, das ist mir bewusst. Aber du willst es ja auch nicht abschneiden. Irgendwie muss ich doch da dran kommen. Baden. Okay, kann ich vielleicht irgendwie jetzt den Ast nehmen? Keine Zeit, um dieses primitive Excalibur zu spielen. Hallo? Doch, ich brauche den. Du weißt es nur noch nicht. Aber du brauchst den. Okay. Oh, da sind sie gerade gesunken. Ich meine natürlich, oh nein, das ist sehr traurig. Okay. Dann würde ich schon sagen, gehen wir jetzt einfach mal zu Hectors Haus und gucken uns da mal um. Bitte keine Post. Was? Das kann nicht sein. Das sieht aus wie ein Hexenhaus aus Hänsel und Gretel. Ne, kein Fehler. Das ist die korrekte Adresse. Hectors Name steht auf dem Briefkasten. Ja, dann nehmen wir erstmal die Post, oder? Kann der Postbote nicht lesen? Da steht ganz klar, bitte keine Post auf dem Briefkasten. Unfassbar, dass Angestellte im öffentlichen Dienst solche Fehler machen. Der Postbote sollte gefeuert werden. Echt mal. Ey, Mano. Oh, da oben sind Eier. Da ist ein Nest voller Eier auf dem Baum. Das müssen Elster-Eier sein. Können wir die nehmen? Egal, wie sehr ich mich anstrenge, es ist zu hoch. Oh, blöd. Hier ist ein Gartenzwerg. Da ist ein Keks. Ja, Blumentöpfe sind immer ein guter Ort, um Kekse zu finden. Natürlich. Ich wüsste nicht, wo ich meine Kekse sonst hin tun sollte. Da ist ein Wurm. Ich sehe ihn genau. Oh, was für ein schöner kleiner Regenwurm. Und er ist ziemlich schnell für einen Wurm. Besonderer Gegenstand. Wurm. Jawohl. Nee, wir suchen dir kein gutes Zuhause. Du bist unser nächstes Rennpferd. Da ist noch ein Keks. Ih, der Keks riecht so eklig, wenn er das schon sagt. Ein Kabel? Wozu? Sieht aus, als wäre es mit einem Rasenmäher verbunden. Sogar Banditen können sich gut mit ihrem Zuhause kümmern. Können wir nicht einfach mit der Schere das durchschneiden? Ne, wir können es nicht durchschneiden. Schade. Okay, ganz mehr. Oh, ich verstehe, das ist Schneewittchens Haus. Hier ist eine Lüftung, die können wir uns mal anschauen. Ich spüre, dass da frische Luft da rauskommt. Ich korrigiere, ich spüre, dass verpestete Luft da rauskommt. Wie eine Mischung aus Schimmel und verfaulten Eiern. Das ist aber lecker. Ich halte besser Abstand, sonst hole ich mir noch irgendwas an irgendeine exotische Krankheit oder eine gewöhnliche. Können wir da unseren Rum reintun? Niemals! Ich würde den Gestank nie wieder loswerden. Schade. Hier ist ein Fenster. Kann ich sehen, das Fenster ist gewiss getönt. Man kann hinaussehen, aber nicht hinein. Oder ist es einfach nur dreckig? Er wirft einen Stein. Ah, oh, mein Kopf. Es ist abgeprallt. Es muss ein extra stabiles Fenster sein. Na gut. Ja, dann würde ich sagen,
gucken wir uns in der nächsten Folge doch einfach mal bei Hector um. Und gehen dann natürlich auch wieder auf den Jahrmarkt, um unseren Wurm an den Start zu bringen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Demetrios. Bis dahin, auf Wiedersehen.